Du lebst in einer Beziehung zu einem Menschen, der unter einer Borderline-Störung leidet und fühlst dich oft schuldig. Oder du weißt schon gar nicht mehr, was du noch richtig machen kannst. Das kann ich gut nachvollziehen und möchte deshalb in diesem Video über Schuldgefühle und Anschuldigungen sprechen. Am Ende dieses Videos verstehst du, warum Menschen mit einer Borderline-Störung öfters ihr Umfeld beschuldigen und warum diese Vorwürfe so glaubhaft sein können. Auch möchte ich dir Tipps geben, wie du Schuldgefühle reduzieren und auch loslassen kannst und wie du mit den Anschuldigungen umgehen kannst. Auch möchte ich dir ein paar allgemeine Infos zu Schuldgefühlen geben. Hallo und schön, dass du da bist. Mein Name ist Petra Rothart, ich arbeite als Psychologin, bin in weit fortgeschrittener Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Nun zu ein paar allgemeinen Infos zu Schuldgefühlen. Schuldgefühle entstehen, wenn wir gemeinschaftliche oder persönliche Regeln verletzt haben und bestimmen so unser Verhalten im Kontakt mit anderen Menschen. Sie waren auch schon evolutionär von starker Bedeutung für uns, haben sie uns doch vor dem Ausgeschlossenwerden aus einer Gruppe oder Gemeinschaft bewahrt und damit auch oft vor dem Tod. Heute sind wir jetzt nicht mehr so davon bedroht, wenn wir ausgeschlossen werden, dass wir dann sterben und trotzdem haben wir diese Schuldgefühle weiterhin. Schuldgefühle sind also menschlich und durchaus normal. Es ist eher ein Alarmzeichen, wenn Menschen keine Schuldgefühle spüren. Das kann ein Hinweis sein auf eine Persönlichkeitsstörung oder auf eine Dissozialität. Es kann aber auch ein Hinweis sein darauf, dass der Mensch seine Gefühle stark abgespalten hat. Auch das andere Extrem wäre nicht förderlich für die eigene Entwicklung, nämlich wenn du zum Beispiel zu starke Schuldgefühle hast und diese auch zu lang andauern. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Menschen Opfer von körperlichen oder emotionalen Missbrauch geworden sind und sich hierfür selbst die Schuld zuschieben und ja, denken, dass sie hätten an der Situation etwas ändern können, was so von außen betrachtet gar nicht der Fall ist. Diese Menschen oder Opfer haben dann Schwierigkeiten, die eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht anzunehmen und diese Gefühle werden dann überdeckt von Schuldgefühlen. Es ist nachvollziehbar, dass das dann besonders schwer ist, aus diesen Schuldgefühlen wieder rauszukommen. Die eigene Entwicklung und auch der Körper wird beeinflusst durch Schuldgefühle. So wird unsere Körperhaltung verändert. Wir gehen mit den Schultern nach vorne, der Blick neigt sich, wir gehen dem Blickkontakt aus dem Weg und ja, würden am liebsten im Boden versinken. So können Schuldgefühle unsere persönliche Entwicklung stark behindern. Schuldgefühle können auch auftreten, wenn du Bedürfnisse hast, die im Widerspruch stehen zu den Bedürfnissen eines anderen. Warum kommt es dazu, dass Menschen mit einer Borderline-Störung ihr Umfeld anschuldigen? Ich möchte das an einem Beispiel erläutern, was du vielleicht schon mal so oder so ähnlich gehört hast. Nehmen wir Laura, die hat eine Borderline-Störung. Sie ist mit Max zusammen und sagt zu ihm: Immer denkst du nur an dich und deine Bedürfnisse, nie bist du für mich da, du bist ein Narzisst. Es wird vermutlich so sein, dass Laura Angst hat vor dem Alleinsein und ja, versucht Max mit diesen Vorwürfen etwas zurückzuhalten, sich mit seinen Freunden zu treffen. Die Angst vor dem Alleinsein ist ein Kernproblem der Störung und Menschen mit einer Borderline-Störung können kaum mit dieser Angst umgehen. Diese Angst erzeugt auch eine hohe innere Anspannung und die Emotionen sind aufgewühlt. Und mit den Vorwürfen versucht Laura auch diese innere Anspannung und den Stress abzubauen. Also diese Vorwürfe nutzt Laura zur Emotionsregulation. Auch fühlt sich Laura, und auch das ist ein Kernproblem der Borderline-Störung, Laura fühlt sich nicht in Ordnung, hat immer
den Eindruck, nicht okay zu sein. Und indem sie Max die Verantwortung und die Schuld in die Schuhe schiebt, fühlt sie sich etwas besser oder sogar im Recht. Es kann auch sein, dass diese Vorwürfe gar nicht der Realität entsprechen und dass Max sich schon sehr viel um Laura kümmert und Laura klammert. Also in diesem Fall ist dann Max auch eine Art Projektionsfläche oder eine Leinwand. Laura kann nicht selbst gut mit ihren eigenen Bedürfnissen und Emotionen umgehen, trägt innere Spaltung in sich und die sie dann nach außen überträgt und somit auch auf Max. Es könnte auch sein, dass Laura neben der Borderline-Störung narzisstische Züge aufweist und durch die Anschuldigungen erstmal ihr Selbstwertgefühl reduziert. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierung oder Störung versuchen oft, ihr Selbstwertgefühl über Anerkennung, Macht, Erfolg oder auch Konkurrenz zu verbessern und auch zu stabilisieren. Darüber hinaus kann es sein, dass Laura in einem Zustand ist, wo sie dissoziiert ist und gar nicht mehr richtig mitbekommt, dass sie Max anschuldigt. Einfach weil sie aufgrund früherer Erlebnisse traumatisiert ist. Zudem kann es sein, dass Laura durchaus einen guten Riecher hat für Max wunde Punkte aufgrund ihrer eigenen Biografie. Und so kann sie einen wahren Kern treffen. Vielleicht ist Max schon verunsichert von den Vorwürfen und weiß nicht anders damit umzugehen als zu mauern. Jetzt habe ich dir Gründe aufgezeigt, warum Max beschuldigt wird und die Gefahr dabei ist, dass er nun denkt, okay, das ist die Störung, also halte ich das aus und schlucke das. Max schluckt also seine Wut, lässt nicht gut mit sich umgehen, was Lauras Muster weiter stärkt und vielleicht bei ihm Ängste und Depressionen fördert. Er geht überkritisch mit sich selbst ins Gericht und ja, fokussiert die Wahrnehmung stark auf die eigenen Fehler oder Schuld. Warum können diese Schuldzuweisungen nun für Max so glaubhaft sein? Vielleicht hat er bereits ein geringes Selbstwertgefühl, wurde schon in früheren Beziehungen oder in der Lebensgeschichte öfters beschuldigt und so sind diese Anschuldigungen für ihn sehr glaubhaft, einfach weil sie in sein Weltbild passen. Es kann auch sein, dass Max schon in gewisser Weise zermürbt ist von den Anschuldigungen und dadurch, dass er sie so oft gehört hat, glaubt er sie selbst. Aufgrund ihrer Lebensgeschichte hat Laura unbewusst eine feine Antenne ausgebildet für den wunden Punkt bei Max. Es kann auch sein, dass Max selbst Angst hat vor dem Verlassenwerden und so wird er die Schuld sehr schnell auf sich nehmen. Wenn wir mal bei Max und Laura bleiben, was kann Max denn nun tun, um die Schuldgefühle zu reduzieren? Erstmal ist es wichtig, dass er versteht, dass er zwar die Anschuldigung auslösen kann, aber nicht schuld daran ist. Also, dass Laura die Verantwortung für ihre Äußerungen und für ihr Handeln trägt. Empfehlenswert ist auch, dass Max sich immer wieder Auszeiten nimmt und ja, die Kritik, die Anschuldigungen notiert und auch notiert, was er dazu denkt und was für Gefühle bei ihm ausgelöst wurden. Über das Schreiben kann er so schon wieder etwas Distanz schaffen. Auch kann er sich fragen, mit etwas Distanz, wie diese Situationen auf sein Selbstwertgefühl und sein Selbstbild wirken. Die Notizen kann er zu einer Therapie, zu einem Coaching oder mit in eine Selbsthilfegruppe nehmen und sich dort Unterstützung suchen. Wovon ich abraten würde, ist, dass Max selbst mit Kritik kontert, weil es die Situation noch weiter anheizen kann, einfach weil Menschen mit einer Borderline-Störung nur schwer mit Kritik umgehen können. Max kann sich auch bewusst machen, was ihm in einer Beziehung wichtig ist und sich abgrenzen, also die Verantwortung für die Problematik an Laura zurückgeben und so beispielsweise zu ihr sagen,
Bitte such dir einen ambulanten Therapeuten oder mach eine stationäre Therapie oder kontaktiere deine Therapeutin. Schau dir auch mein Video zum Thema Umgang mit Entwertung an. Bis zum nächsten Video. Tschüss!